Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed Mirage. So, wir sind beim letzten Mal ja hier stehen geblieben, als wir aus dem Wasser hier rausgeschwommen sind. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ich weiß nur, es sind 2 Monate vergangen. Und ich würde sagen, wir laufen nochmal diesen Weg hier lang. Wir haben anscheinend überhaupt nichts. Außer eine Hose und Schuhe. Regeneration der Gesundheit, Essen. Oh. Ich kann jetzt also irgendwelche Sachen futtern, die man am Weg findet. Die Festung Alamut raubt mir den Atem. Als wäre sie aus den Hikayat meiner Kindheit entsprungen. Naja. Also es ist nicht massiv, alles klar, dann wissen wir das auch schon mal, beziehungsweise ich. Schade. Ja, bestimmt ziemlich cool. Jedenfalls sind hier Assassinen, oder? Wer soll es dann tun? Da bist du ja. Bist du bereit? Ich denke schon. Lass den vergangenen Tag hinter dir. Auf den heutigen hat er keinen Einfluss. Zieh dich an und wir können beginnen. Oh, jetzt habe ich auch so eine Kutte, aber die sieht noch sehr basic aus. Nur zu, Basim, wie wir es geübt haben. Ja, Meisterin. Also ich soll da hochklettern. Alright. I try. Der bewegt sich manchmal ein bisschen woanders hin. Springen. Wohin? Nach oben? Oh. Manchmal gar nicht so einfach zu sehen, wo man hin muss. Du wirkst heute sehr kräftig, Basim. Nicht nachlassen. Sachte, Basim. Sachte. Spring! Jetzt! Ich habe genug gesehen. Wir versuchen es morgen erneut. Das war wirklich ein sehr, sehr bescheuerter Sprung. Das war toll! Ich sehe es an deinem Körper. Du verlierst zu leicht das Ziel aus den Augen. Der Todessprung ist ein unabdingbarer Schritt auf deinem Weg zur Einführung. Er ist eines der ersten und heiligsten Rituale der Bruderschaft. Um ihn erfolgreich durchzuführen, musst du zuerst Geist, Körper und Seele in Einklang bringen. Nimm die Furcht an, besänftige sie, finde die Stille und dann lass los. Ja, Meisterin. Ich gehe zum Lager zurück. Gehen Sie voran, ich folge. Darf ich dich etwas fragen? Du darfst. Als ich in El Anbar war, im Palast, wurde ich Zeuge eines Treffens zwischen dem Kalifen und 5 Männern mit Maske, Ordensmitgliedern. Der Kalif sollte den Gegenstand beschützen, den sie entdeckt hatten. Aber er wusste nichts von ihren Plänen. Er kannte nicht einmal ihre Namen. Wie kann es sein, dass der mächtigste Mann Bagdads vor den Gesichtslosen so ängstlich auf die Knie sinkt? Der Orden beherrscht solche Männer und ihre Imperien bereits seit Jahrhunderten, indem sie sie von ihrer Wahrheit überzeugen, dass sie die natürlichen Lenker des Weltgeschicks sind. Der Kalif war nur ihre Marionette. Und dasselbe wird auf denjenigen zutreffen, der ihm nachfolgt. Das gesamte Kalifat steht unter ihrem Einfluss. Geht nie so einen Weg lang. Hat die AI einfach mal vercheckt, wo sie lang muss. Sieht schon so krass gut aus, ey. Sprich mit Fulad und sieh, ob er Hilfe benötigt. Wir setzen deine Ausbildung später fort. Ja, Meisterin. Okay, wer auch immer das sein soll. Hast du Mentor Raihan im Lager gesehen? Er bereitet den Empfang der Gesandten der Taheria. Wie geht es nur, dem tapferen Adler? Wird er fallen oder emporsteigen? Du wirst emporsteigen, Sadiki, wenn Allah es so will. Danke. Wir haben ein ähnliches Gemüt, weißt du? Wie kommst du denn darauf? Einer der Banu Musa war wütend auf dich und das ließ dich völlig kalt, weißt du noch? Ich hatte seinen Hammer nicht angerührt. Du wolltest dich nicht für etwas entschuldigen, das du nicht getan hattest. Stur wie ich. Das weiß ich zu schätzen. Dann sind wir uns einig. Oh. Man hat sogar... Ach krass. Hast du voll... Fulard gesehen? Hast du Fulard im Lager gesehen?
Ja, er unterhält sich mit Ahmad bei seiner Schreibstube. Auf ein Wiedersehen. Er bereitet den Empfang der gesamten... Crazy. Na, nach hoch muss ich. Danke. Oh, ein neuer Anfang. Sprich mir jetzt voll ab. Sprichst wahrscheinlich komplett falsch aus. Natürlich. Ah, was ist das in der Ecke? Hier, eine kleine Zeichnung? Meine Unterschrift, damit du weißt, dass es von mir kommt und nicht von El Hassan oder schlimmer noch Abu Jaffa. Ein Scherz, du verstehst? Auf bald. Ah, Basim, wie geht es dir? Ja, Enkidu, gleich gibt es Futter. Er ist klug und soll mit Klugheit nicht auch Geduld einhergehen? Das erinnert mich an jemanden. Hast du mit Meisterin Roshan gesprochen? Hab Geduld, begegne deinem Fortschritt mit Wohlwollen. Ich nehme es mir zu Herzen. Roshan trug mir auf, dich aufzusuchen? Ach ja, Rivka braucht Lederstreifen. Kannst du sie aus dem Lagerraum holen? Mache ich, Fulat. Bis später dann. Natürlich tun wir das. Wir sind ja auch super nett, wir machen alles. Hauptsache, wir werden akzeptiert, respektiert und steigen auf. Früher oder später. Ah. Boah, das Wasserfall sieht ja schon echt cool aus. Alter, der klettert da voll schnell hoch und dann geht er voll entspannt. Braucht Lederstreifen aus dem Lagerhaus. Ich muss sie für sie suchen gehen. Ja, ich tue schon. Ja, ja. Keine Sorge, ich bin schon hier. Das ist es nicht. Es ist schwer, hier irgendwas zu finden. Action in Lederstreifen, die das lesen. Vergesst die Feder nicht. Erinnere die Bruderschaftshäuser in Bagdad daran, jede blutgetränkte Feder und jeder Auftragsbericht nach Alamut zu schicken. Ah ja. Nein, das ist kein Lederstreifen. Hä? Was dann? Stoff oder was? Stoff? Ah, hier. Diese Kräfte innerhalb des Kalifats beginnen uns unter Druck zu setzen. Kräfte? Du meinst den Orden, Aban. Ich kann nur über das sprechen, was ich weiß, Sadiki. Der Kalif wünscht die Auslöschung der Aufständischen. Und wenn ihr ihnen weiter Unterstützung gewährt, können wir euch keinen Schutz vor einer Antwort des Kalifats zusichern. Die Aufständischen versorgen uns in Bagdad mit Informationen. Ohne sie sind wir blind. Wie dem auch sei. Statthalter Muhammad ist fest entschlossen zu zeigen, dass er diesen Aufstand schnell beenden kann. Daran zweifle ich nicht. Ich kam, um euch zu warnen. Die Lage in Bagdad entwickelt sich schnell. Vielleicht müsst ihr schneller handeln als erwartet. Ich höre dich, Aban. Okay. Hast du das Gefühl, dass er irgendwas tun will? Also die Tahririan, die diese Lande regieren, sind das Einzige, was zwischen Alamut und einem groß angelegten Angriff steht. Ein zerbrechlicher Frieden. Wie lange wird er bestehen? Mir wurde gesagt, dass man anscheinend irgendwas nicht so richtig verstehen wird, wenn man Assassin's Creed Valhalla nicht gespielt hat. Ich habe ja Valhalla nicht gespielt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob das auf mich zutrifft oder ob ich es doch irgendwie check, aber anscheinend soll es dann doch ein bisschen komplexer sein. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Wie kommt der Bau voran? Es dauert länger, als wir erwartet haben, Sayid. Das ist sicher frustrierend. Mentor Daihan ist ein weiser Mann, doch er spricht von diesem Berg, als wäre es vorbestimmt, dass wir hier bauen. Wir haben Geduld und folgen seiner Führung. Meisterin Roshan sagt, ich soll es nicht zu eilig haben, in die Stadt des Friedens zurückzukehren. Du solltest es gar nicht eilig haben. Bagdad hat sich verändert. Es ist gefährlich. Okay. Ja, das ist immer so cool, dass in jedem Assassin's Creed, zumindest in jedem, was ich so noch im Kopf habe, dass die ganzen Leute außenrum immer ihre, also die Sprache sprechen, die das Spiel quasi darstellt. Also in Assassin's Creed 2 Italienisch. Im ersten Teil, ich glaube, ist das Arabisch? Weiß Gott gar nicht. Ja, in Black Flag Englisch und so. Ist schon cool. Rivka?
Bassem, Bassem, streifst du jetzt nur noch ziellos im Lager umher? Nein, ich habe Leder für dich. Meintest du das? Wie es scheint, bist du den Holzschwertern entwachsen. Ich war dagegen, aber Roshan bestand darauf. Hier ist dein Dolch. Und dein Schwert. Ich bin stolz, an ihm gearbeitet zu haben. Diese Klinge hat Charakter. Warum sollte ich etwas machen, das nicht einzigartig ist? Ich habe heute gewiss nicht mit neuen Waffen gerechnet. Ich stehe in deiner Schuld. Begleiche sie, indem du die beiden gegen den Orden einsetzt. Lass sie die Schärfe dieses Charakters spüren. Okay. Roshan sagte, heute stünden noch Übungen an. Zeig ihr dein neues Schwert. Ich freue mich schon. Wie kommst du mit der Ausbildung voran? Nur hat mir eine neue Art gezeigt, mein Messer zu halten. Das hat meine Genauigkeit stark verbessert. Wenn man es genau so wirft, segelt es schnell und sicher durch die Luft. Oh. Weißt du nicht mehr, wie man ein Messer benutzt? Okay. RT gedrückt halten. Ah, okay. Oh mein Gott. Das ist eine seltsame... Links hätte ich es besser gewonnen, tatsächlich. Aber gut, hier muss man ja zielen. Und wusch. Naja, das war's schon. Das ist der richtige Weg, Sadiki. Muss ich auch noch da hoch? Da geht's hoch. Na dann rauf da. Irgendwie werden wir da schon hinkommen. Auch wenn es... Also hier sieht man es recht gut, gerade wo man hinklettern muss. Aber irgendwie auch nicht immer. Hui. Aber obwohl... das alles so modern ist und sowas, habe ich das Gefühl, dass es trotzdem nicht so smooth ist wie Assassin's Creed 2 bei den ganzen Parcours-Sachen. Aber vielleicht ist es auch nur eine Einbildung. Ich habe es auch schon ewig nicht gespielt. Oh, das ist cool. Das ist cool, das kenne ich gar nicht. Gab's das schon öfter, also schon bei Valhalla oder so? Das ist komplett neu. Das war auf jeden Fall ein cooler Move. Gute Arbeit. Bis morgen. Basim, Zeit für dein Kampftraining. Ich war überrascht, als Rivka mir das gab. Ist dein Schwert nicht eine etwas grobschlächtige Waffe für einen Verborgenen? Als Verborgene müssen wir eine Vielzahl von Waffen meistern. Man weiß schließlich nie, wie sich ein Kampf entwickelt. Ein jeder kann ein Schwert führen. Aber wie wirst du es einsetzen? Ich bin hier, um zu lernen, Meisterin. Bist du wirklich hier? Nun, ja, ich glaube schon. Körperlich bist du es, aber auch mit Geist und Seele. Ist das ein Rätsel? Nein, es ist der Unterschied zwischen Leben und Tod. Ja, dann. Du musst auf mich zielen und mich umkreisen. Wende deinem Gegner niemals den Rücken zu. Ja, besser. Zeig mir erstmal schnelle Hiebe. Oh Gott, mit RB kämpft man. Boah, das finde ich sehr seltsam. Ich warte auf dich. Sonst kenne ich das so von, weiß ich nicht, von X bzw. Viereck oder so. Manchmal müssen wir mit mehr Wucht angreifen, um größeren Schaden anzurichten. Dabei bist du kurz ungedeckt. Also passe es gut an. Und los! Genauso! Schlag kräftig zu. Sehr gut. Nun zur Verteidigung. Du kannst gegnerische Angriffe parieren. Nach ein paar erfolgreichen Paraden ist dein Gegner wie benommen. Versuche meine Angriffe zu parieren.
Okay. Ja. Ob ich sie wohl schlagen kann, wenn ich hier... Das ist gut. Okay. Wo willst du hin? Noch weiter hinter geht's gar nicht. Oh. Einige Angriffe kann man nicht parieren. Man kann nur ausweichen. Mach dich bereit. Huch. Gute Arbeit. Das war so ein Dark Souls Ausweichen, ey. Hoppala. Denk nicht zu viel nach. Ja, genau so. Gut gemacht. Versuchen wir es doch einmal mit einem freien Kampf. Setze ein, was du gelernt hast. Okay. Das hat mich überrascht. Hoppala. Nicht schlecht. Huch, keine Ausdauer mehr. Ach, es gibt jetzt auch noch Ausdauer. Die Ausdauer ist aufgebraucht. Sie wird durch Ausweichen und Angriff verbraucht. Hm. Okay, ich kann also nicht mehr ausweichen so lang. Apparieren schon, oder? Hey, wach auf! Hol deinen Geist zurück ins Hier und Jetzt! Hoppala. Kann man da gewinnen? Wahrscheinlich schon, oder? Weil ich mache ja dann doch ganz gut Schaden. Nimm das! Wo kam das denn her? Quatsch. Für heute sind wir fertig. Warum hören wir auf? Vom Versagen lerne ich nichts. Wahres Lernen besteht zu gleichen Teilen aus Taten und Ruhe. Ersteres hast du getan. Nun suche die Ruhe. Überstürze die Übungen nicht. Hab Geduld. Versagen ist ein Teil des Fortschritts. Denke darüber nach. Und komm verbessert zurück. Ja, Meisterin. Das werde ich. Gut. Dann auf bald. Ja, crazy. Sieht man in dem Teil noch, wie das da hinten fertiggestellt wird? Vergehen da Jahre? Zum Haus der Weisheit zurückkehren. Ich fürchte, er begibt sich mitten in ein Schlangennest. Ich weiß, wie nah du deinem Bruder stehst. Bald wissen wir mehr. Dann können wir handeln. Friede sei mit dir, Abu Jafar. Ich bin Ahmad. Ahmad, entschuldige. Sei unbesorgt. Komm und wärme dich am Feuer. Unser Bruder Ahmad verlässt uns morgen. Nach Bagdad, zum Haus der Weisheit. Das Haus der Weisheit? Meine Brüder und ich arbeiteten dort über viele Jahre. Ich habe noch immer einiges zu tun. Die Wissenschaft wartet auf niemanden. Und ich erfülle meine Pflicht als Verborgener, indem ich unter den Gelehrten eure Augen und Ohren werde. Fulat, erzähl Basim die Geschichte von der Feder. Unser Brauch mit der Feder kommt aus Ägypten. Sie steht für die Federn der Ma'at. Die Federn eines Reihers wurden in das Blut der Zielpersonen getaucht. Diese wurden für das Urteil des Herrn der Duat hinterlassen. Es ist wichtig, dass wir bescheiden bleiben und unseren Platz kennen. Wir sind Boten der Gerechtigkeit und keine Richter. Hilft mir heute Abend jemand beim Wachgang? Ich komme mit dir, Nur. Ich muss mich bewegen, wenn mir heute noch warm werden soll. Ich danke dir. Lass uns gehen. Kommst du, Basim? Heb dir die Geschichten für später auf. Aber ein ungutes Gefühl, ehrlich gesagt. Kackel ausrüsten. Kann ich im Vertrauen sprechen? Weißt du doch. Ich hörte vorhin Mentor Raihan mit einem Gesandten reden. Mentor Raihan fragte, ob wir wegen der Verbindung zu den Aufständischen in Bagdad angegriffen werden. Sind wir hier in Alamut sicher? Ich weiß es nicht. Doch ich bemitleide alle, die diesen Adlerhorst angreifen. Wie läuft die Wache? Es ist ruhig in ganz Alamut. Und ich habe solchen Hunger. Wir haben es nicht bis zur Hauptschlucht geschafft. Ausgezeichnet.
Dann beginnen wir dort. Danke. Komm nur, folge mir. Zur Hauptschlucht. Achso, ich soll vorgehen. Achso, ja gut, okay. Freust du dich auf deine Einführungszeremonie? Ja. Es ist, als hätte ich mich mein ganzes Leben darauf vorbereitet. Vor meiner konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Vor Aufregung, aber auch ein bisschen aus Angst, um ehrlich zu sein. Wir alle fürchten das Unbekannte. Und ein großes Unbekanntes erwartet uns jenseits der Einführung. Du meinst den Orden? Ich sehe sie als Ungeheuer aus einer Geschichte, die sich in dunklen Ecken und Gassen verstecken. Der Unterschied ist, dass es den Orden wirklich... Oh, da war ich wohl zu schnell. Das ist Murcha. Ein prächtiges Tier. Bald wirst du einen eigenen haben. Fulad hat mich einem Adler namens Enkidu vorgestellt. Er sagte, wir hätten viel gemeinsam. Und das war nicht als Kompliment gemeint. Sie sieht etwas. Folge mir. Ein Fressi-Fressi. Ganz leise, Bassi. Verstecke dich irgendwo. Wo sind wir hier? Wir nähern uns ihrem Lager. Die Überraschung ist auf unserer Seite. Bereithalten! Hört auf, so viel Lärm zu machen. Was soll ich denn jetzt umhauen? Komm. Okay. Ich bin hinter dir. Wir müssen schnell zuschlagen. Jawohl. Wir warten auf den richtigen Augenblick. Soll ich immer pfeifen? Weißt du, die ganze Zeit gibt es diesen Geräusch von irgendwelchen komischen Viechern, die Sounds machen. Hoppala. Mach kein Geräusch. Liegt halt jetzt genau da, ne? Ich hätte jetzt nicht erwartet, dass die uns hier einfach sehen. Oh. Anders als die hölzernen Ziele, oder? Das ist es nicht. Dieses Schwert. Was ist damit? Söldner aus Bagdad benutzen diese Waffen. Wir müssen die anderen warnen. Ganz schöne Protzschwerter haben die da. Söldner aus Bagdad. Woher weißt du das? Basim hat die Art ihrer Schwerter erkannt. Ich glaube ihm. Hol ihn herein. Woher weißt du, dass diese Männer aus Bagdad waren? Ich bin auf den Straßen dort aufgewachsen und habe ihre Waffen oft und aus der Nähe gesehen. Hinter jedem Söldner steht jemand, der ihm seine Befehle erteilt. Ja, und wir müssen handeln, wenn wir erfahren wollen, wer das ist. Wir kehren nach Bagdad zurück und bitten Ali ibn Muhammad um Hilfe. Ah, natürlich, den Saib Asanj. Er ist ein gefährlicher und irregeleiteter Narr. Das mag sein, aber auch einer unserer wenigen Verbündeten in Bagdad. Wir brauchen ihn und seine Männer. Ich werde nach Bagdad gehen. Geh zu Ali. Finde heraus, ob der Orden diese Männer geschickt hat. Ja, gut. Möge Allah dir Erfolg bescheren. Allah beschere dir Erfolg.
Auf bald. Auf ein Wiedersehen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er nicht nochmal kommt. Also ich muss sagen, dieser Timeskip, der sah schon echt cool aus. Fertigkeitspunkte. Schwert und Dolch. Habe ich schon ein paar mehr oder was? Oder verbessern? Oh nee. Warum? Ich will nichts verbessern. Warum? Und ich mag auch diese Symbole da nicht. Wie geht es weg? Okay. Vorteile bleiben erhalten, schnell speichern. Tasche. 55 Dirham. Fertigkeiten. Okay, gut, Fertigkeiten halt. Reden. Oh, Alter, voller Kick. Trickster. Automatisch einsammeln. Und Fährtensucher. Eben, glaube ich, Trickster. Direkt alles automatisch einsammeln, finde ich eigentlich immer ganz gut. Codex. So, Tutorials und Co. Aber warum ist das denn? Warum wird das so angezeigt? Jetzt hätte ich da irgendwo. Oh. Ausrüstung. Ach, Tutorials. Okay, nee, das brauche ich alles nicht. Na gut. Na dann. Schaffen wir etwa jetzt den Todessprung? Anscheinend schon. So. Tatsächlich würde ich aber sagen, was das erstmal mit der Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal bei Assassin's Creed Mirage, euer Guntanamo. Tschüssi.